Ja, diese Skulptur ist ein Denkmal, das an einen Wissenschaftler, der den Nobelpreis bekommen hat, erinnern soll. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich gucke gleich nochmal in die Beschreibung. Hier ist gerade ein Konzert im Park, das hört man vielleicht im Hintergrund. So, hier jetzt ein Blick auf die Tafel, die leider zu schlecht lesbar ist, etwas verschmutzt. Der Wissenschaftler heißt oder hieß Paul Walden, 1863 bis 1957. Er hatte wohl was mit der, soweit ich das hier lesen kann, mit der Molekularforschung zu tun. Und er lebte auch teilweise in Deutschland.